Guck mal. Hast du denn dieses Fahrgummi schon? In der Tat, ich habe es. Ursula! Attacke! Huhu, sie fallen in meinen Hut. Soll ich das wissen? Würdest du nicht, wenn wir hier eine Weile drin bleiben? Die Aussicht ist echt besser als in diesem Stumpf. Null Problemo. Wenn du uns brauchst, ruf einfach, okay? Na gut. Ich glaube, ich mach mal ein Nickerchen. Tschüss. Seltsam. Ja, das war seltsam, in der Tat. So, mit den Holzwürmern kommen wir nämlich jetzt auch in den Hut. In dem Hut. Ja, die Holzwürmer sind in dem Hut. Das habe ich gut erkannt. Aber nein, damit können wir vielleicht noch was anderes tun. Ne, hier wollte ich ja gar nicht hin. Was mache ich denn? Benutze. Nochmal. So. Ich habe völlig verträumt. Laufe ich hier einfach durch die Gegend? Ist ja Quatsch. Ach Mann, ich benutze die ganze Zeit das Falsche. Hier wollte ich hin. Zu dieser Weggabelung. Und wir müssen nämlich nochmal in Rapunzels Türmchen. Da fehlt nämlich noch was. Das fiel mir ein. Als ich über das Spiel nachdachte, gestern Abend lag ich im Bett und konnte meine Gedanken nicht von diesem Spiel nehmen. Und wir müssen hier nochmal rein. So, Kletter. Boah, ist das anstrengend. Aber wir sind ja noch 14. Mit 14 kann man solche Sachen noch machen, ne? Da knacken die Knochen noch nicht. Da geht das alles noch ganz gut. Hier war nämlich irgendwo Bodenbretter. Und hier kann man nämlich jetzt die Holzwürmer. Zack, 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 zack. Okay, Jungs. Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Ich wusste, dass man hier noch irgendwas machen konnte. Ich wusste nur gestern bei der Aufnahme nicht was. Deswegen habe ich es einfach mal verschwiegen. Hihihi, ganz still und heimlich. Aber. Oh, die fräsen sich da noch weiter durch. Jetzt haben sie hier, sie können den ganzen Turm auffressen. Ich kann hier nicht herunter. Es ist zu tief. Geht das nicht mit dem Seil vielleicht? Nutze Seil mit Loch. Das geht doch so nicht. Hä? Konnte man denn nicht hier noch irgendwas machen? Es ist mit einem Keil verschlossen. Wo ist denn der Keil? Keil von South Park vielleicht. Loch, schaue an. Ich kann zwar nicht viel sehen, doch der Geruch ist widerlich. Hm. Ja, was machen wir denn hier unten jetzt? Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht so genau. Ist hier denn noch irgendwo was? Hier muss doch noch irgendwas, muss hier doch... Was könnten wir für Items benutzen? Ah, haben wir nicht hier ganz unten noch die Leiter? Vielleicht geht das nicht mit dem Seil, sondern mit der Leiter funktioniert's. Ha! Und jetzt gehen wir hier mal runter. Oh oh, ein Sarg und ein Schädel. Na? Ist es auf? Wie seltsam. Voller Bandagen. Seltsam. Oh oh. Ah! Das war knapp. Ich will da wieder rein. Lauf doch nicht weg.
Machen wir es doch mal auf. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Also wir müssen irgendwas machen. Jetzt hier, wenn ich gleich wieder die Maus zur Verfügung habe, können wir... Benutze, schließe, benutze, Mumie. Oh nein, sag. Nicht schon wieder. Oh, Mist. Ah, guck mal, habt ihr das gesehen? Da hinten an der Mumie hing noch was dran. Wenn man das anklicken kann, können wir damit ja vielleicht was machen. Gehen wir nochmal hier runter. Na, jetzt müssen wir uns die Öffnungsanimation nochmal angucken. Ich hab das mal abgebrochen, sein Gebrabbel. Ja, das kennen wir ja nun, ne? Benutze. Loser Verband. Nee, nimm. Ich habe heiliges Wasser hier. Ah, verdammt. Das war knapp. Das war vielleicht einfach der falsche Knopf, aber ich glaube, die Idee ist gar nicht schlecht. Also, wieder nach unten. Das hier ist jetzt ein bisschen Endgegner in einem Point-and-Click-Adventure. Ne, man muss da schnell sein. Da läuft irgendwo ein Countdown runter. Und dieser Countdown, sobald er auf Null ist, anscheinend ziehe ich Unglück magisch. Haben wir Pech gehabt. Was können wir denn noch? Schau an, nimm, entferne, trage, bewege? Bewege, loser Verband? Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Ach, jetzt läuft die Mumie aber auch einfach vorbei. Und sie zerfällt zu Staub. Aber die Augen sind noch da. Bandagen. Nimm dir die Bandagen. Ich kann auch ohne 1000 Jahre alte Bandagen leben. Okay. Dann nimm den Stab. Zack. Was ist das für ein Stab? Das ist ein mächtig aussehender Zauberstab. Boah, jetzt haben wir schon... Merkt da, wir werden so langsam zu einem richtigen Zauberer, ne? Wir haben einen Zauberstab, wir haben unser Zauberbuch. Vielleicht können wir Sordred ja bald besiegen. Ich weiß es nicht. So. Keil. Keil. Steigeisen. Benutze Karte. Aber wir gehen zunächst zurück in die Stadt. Und, ja, gehen dann mal hier lang. Also das ist halt wirklich bei dem Spiel einfach so gemacht, dass man machen kann, was man will. Es gibt halt keine festgelegte Storyline. Man kann das auch alles völlig durcheinander machen. Irgendwas konnte man hier drin... Wie gesagt, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Hier mit dem Wirt. Wir müssen den irgendwie ablenken und dann müssen wir damit was machen. Wir müssen mit den Fässern hier irgendwas machen. Wir brauchen Bier für die Zwerge. Guten Morgen, Barkeeper. Guten Morgen, Junge. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Nee, aber dann haut der alte Kerl einfach ab, ohne jemandem was zu sagen. Magische Zutaten sammeln, sagt er. Wer weiß, welche Krankheit ihn befallen könnte. Besonders, wo dieser Sordid hier rumläuft. Okay. Wie kommt es, dass du hier eine Fruit Machine hast? Fruit Machine? Da ist noch nie eine Frucht rausgekommen. Habe ich vor ein paar Monaten ein paar Zauberern abgekauft. Sie sagten, sie würden sie günstig verkaufen. Am Anfang war ich etwas vorsichtig, weil sie sagten, sie sei von einem LKW runtergefallen. Ich weiß nämlich nicht, was ein LKW ist oder wie hoch sie sind. Deshalb dachte ich, es sei vielleicht beschädigt. Das hört... Und ich hatte recht. Er hört sich an wie Kalkofe, ne? Eingesteckt? Worin? Oh, kann das sein, dass Kalkofe den Wirt hier synchronisiert? Wie läuft das Kneipengeschäft denn? Mach mal die Augen zu, es das ist Kalkofe. Ist besser geworden, seit Sordid hierher gekommen ist. Er hat meinen Umsatz verzehnfacht. Dann ist das ja gut, dass er da ist. Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So, ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber wie es
ist das heute nicht. Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht, Bastard. Kannst du mir eine cool Red Witch machen? Einen Moment. Er redet bitte. Auch so viel. So, und jetzt können wir nämlich hier benutze Wachs mit Bierfass. Dann kann man das nämlich zustopfen damit. Dann denkt er, es wäre leer. Und wir kriegen das dann. Ich habe den irgendwie Zapfen so. Am Fass mit dem Wachs blockiert. Ja, und jetzt? Müssen wir einfach nur warten, glaube ich. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen panierten Wellensittich finden. Er hier hat nämlich schon ein neues geordert. Zack, da geht sein Bierhumpen zurück. Warte hier, ich habe etwas für dich. Jetzt geht er raus und kommt wieder rein. Er läuft ein bisschen behäbig. Hey Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Party Time im betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Zum betrunkenen Druiden, okay. Gut. Ja. Und hier haben wir jetzt ein Bierfass und nehmen das mal mit. Zerrim. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das geht da rein, aber so ein Wagenrad ist viel zu groß oder was. So, wir gehen jetzt mal zurück zu den Zwergen. So, die Erinnerungen kehren während des Spiels einfach zurück. Es ist echt, es ist ein Traum. Manchmal bin ich ja doch schon noch ein bisschen stolz auf mein Gehirn. Ich werde mal irgendwie... Das habe ich bereits. Ja, das hast du bereits. Du sollst ihn tragen. Nee, nicht benutze, trage. Trage. Wie so ein Sanitäter. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. So, und ab in die Zwergenmine. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Wie lautet das Passwort? Zwergenbier. Ist es Bier? Du kannst rein. Juhu. Na endlich. So, und irgendeinem von den beiden können wir das Bier hier geben, glaube ich. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Ja? Befehl vom König. Befehl vom König. Gebt mir alle Juwelen. Wir haben keinen König. Wir leben in einer Demokratie. Ach. Würdest du nun bitte gehen? Okay. Können wir ihm das einfach so geben? Gib Bier. Zwerg. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Gib Bier Zwerg. Hast du Lust auf ein Bier? Ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Bringst du es herunter? Okidoki. Guck ja. Mal. Tschüss. Jetzt hat er nämlich da der Trottel. Warum laufe ich dem jetzt eigentlich hinterher? Wie zwergenhaft wir auch aussehen mit diesem Zwergenbart, nehmen wir dem Zwerg. Wie wäre es mit einem kleinen Gelage? Dem wir dem Zwerg in der Kneipe abgeschnitten haben. Ach ja, dieses Spiel ist einfach großartig. So, jetzt ist die Wache ja weg. Jetzt können wir hier einfach runtergehen. Er kann ihn ja rufen, aber der ist bestimmt jetzt schon rotzevoll. Dieser faule Kerl. Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Hi ho, hi ho. Wir sind Krieg und Rauch. Cool. Tür. Kann man die Tür öffnen? Hä? Was macht der? Ach, den Schlüssel hat er genommen. Mhm. Durchgang. Hier untersagt. Ich will dir ein Angebot machen. Wirklich? Boah, was guck mal, wie viele Steine hier liegen. Ich dachte, du würdest das wissen. Du vergeudest deine Zeit. Zieh Leine. Nein. Müssen irgendwas anderes bleib draußen. Nein.
Mach ihn wieder auf. Der kann sehr viel Text. Und wieder rein. Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Du würdest es bereuen. Warum? Weil ich dir ein absolut einmaliges Angebot mache. Was für ein Angebot? Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Was ist das? Bier. Nun, Gib Biergutschein Zwerg. Weil alle Zwerge stehen auf Bier. Betrunkenen Druiden und freier Eintritt. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Hübsche Juwelen, die du da hast. Na gut, einen sollst du haben. Juhu, er holt mir ein Juwel. Juhu, yippie, juhu. Verschwinde endlich. Okay, tschüss.